So, als kleinen Test heute mal mit Ton. Oder mit Mikro. Hey Bärchen. Es waren große Kriegskoggen, die sich unbeeindruckt von der stürmischen See nach Süden schoben. Am Heck des Flaggschiffs stand Marie d'Artois, aufrecht und mit dem roten Banner Kardinal Lucius in ihrer Faust. Guy Forcas hatte ihr die Befehlsgewalt über die Vorhut der Flotte erteilt. Ein kluger Schachzug. Marie galt den Rittern und Seeleuten als Heilige. In ihrer Nähe war ein jeder frei von Zweifel und Angst. Nicht mehr lange und bis an die Zähne bewaffnete Kreuzfahrer würden an den Gestaden des Orients landen. Die Katastrophe stand kurz vor dem Ausbruch. Stimmt, wir waren ja fast pleite. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Noch ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Das Wrack. Ihr habt es gefunden. Unglaublich, wie weit es die sturmschwere See in die Wüste hineingeschleudert hat. Der Sturm hat die Fracht über die gesamte Insel verteilt. Wir müssen sie alle finden und durchsuchen. Schnell, bevor Guy Forcas zurückkehrt.
Ich habe die Vermutung, meine Internetleitung ist gerade wieder am Rebellieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich an das Wrack drankommen soll. Bauen wir mal ein Kontor. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Der Beweis für Forcas Missetat kann sich in jeder dieser Kisten befinden. Wir dürfen die Suche nicht aufgeben. Komme ich da dran? Der Beweis für Forcas Missetat kann sich in jeder dieser Kisten befinden. Wir dürfen die Suche nicht aufgeben.
eine Oase des Friedens und des Wohlstands mitten in der Wüste. Gepriesen sei Allah. So, mal wieder ein paar Wege gebaut. Noch ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt.
Der Beweis für Forcars Missetat kann sich in jeder dieser Kisten befinden. Wir dürfen die Suche nicht aufgeben. Noch ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt. Spiel gesichert. Noch ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt. Noch ist die Gefahr des Krieges nicht gebannt. Möge der Handel beginnen. Seht ihr
Es findet sich immer jemand, der helfen kann. Sehr schön. Ihr habt euch meine Worte zu Herzen genommen. Hier wird also das Glas. Puh, äußerst heiß hier drin, oder? Gott sei Dank. Nun könnt ihr endlich den Schulturm bauen lassen. Wir haben es hier wirklich gut getroffen.
In ihrer Siedlung fehlt es an Glauben. Die Bevölkerung läuft randalierend durch die Straßen. War der Aufstieg zum Kloster auch nicht zu beschwerlich? Errichtet einen Schuldturm, bevor Gottes Zorn über euch kommt, wie einst über Pompeji!
Bärchen ist wieder da. Hi. Bärchen am Essen? Ach so, und was gibt's denn? Lecker Spaghetti. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Mal wieder Steine nicht eingepackt zu der Insel. Ich habe immer noch keinen Plan, wie ich an das Wrack kommen soll. Unter einem Sandsturm. Da liegt es. Das Wrack. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Aber zuerst mal Bücher bauen. Unser Mönch verlangt nach 10 Tonnen Bücher für Bibeln. Frage, wie ist jetzt das Schiff nochmal? Er
es ist ein Walross. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Dann guten Hungerbärchen. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen.
Ah, sind sie das, die Bücher? Glückwunsch, Sie haben sich eine Medaille verdient. Setzt euch, errichtet einen Schuldturm, bevor Gottes Zorn über euch kommt, wie einst über Pompeji. Spiel gespeichert. Sind sie das, die Bücher? Gott segne euch. Den Kreuzzug werden diese Bibeln vermutlich nicht verhindern. Aber vielleicht gelangt der ein oder andere ja doch zu Einsicht. Es scheint bergauf zu gehen. Ich sollte mein Geschäft weiter ausbauen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Schiffsbau abgeschlossen.
Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Schiffsbau abgeschlossen. Sie haben die Insel eines Mitspielers entdeckt. Sie haben neues Land gesichtet. Giforkas, schon wieder. Bei Allah, das muss das Riff sein, an dem das Korsarenschiff zerschellte. Seht ihr irgendwo das Wrack? Ihr habt recht, das muss das Korsarenwrack sein. Aber Forkas hat eine ganze Flotte hier versammelt. Wir werden Hilfe brauchen, um ihn zu vertreiben. Meine Werftbauer sind der Meinung, dass nur orientalische Kriegsschiffe eine Chance gegen Forkas Flotte haben. Liefert mir Kriegsmaschinen und ich werde welche bauen und euch überlassen. Ziegenhirten. Die Lieferungen sind ausgeblieben. Ich fürchte, Madame d'Artois hat ihre Insel angegriffen. Würdet ihr mit euren Kriegsschiffen einmal dort vorbeifahren und nachsehen?
Die Brunnen einer Noria leeren sich. Spiel gesichert. So ist es schon viel besser. Ach, so ist es schon viel besser. Und seht, ich hatte recht. Der Büttel hat alle Hände voll zu tun.
Ihre Insel beherbergt nun Adlige. Thank you.
Hi Bärchen. Fertig gegessen? Hast du schon unsere ersten Adeligen verpasst? Los, ihr Faulpelze! Ihr sollt suchen, nicht Maulaffen feilhalten! Ich will nicht gesehen werden! Ihr solltet uns Adligen schon denselben Komfort bieten wie beim Hof. Ich glaube, da warst du auch essen während der Zeit. Wir sollten hier einen Frack suchen. Da. Das. Und ja, er taucht da auf. Beziehungsweise er war schon da. Ah, okay. Ich soll mit meinem Schiff an der Küste entlangfahren von der Sturminsel. Und dann Frachtkisten finden. Da ist eine. Da ist eine. Da ist eine. Da wird eine sein. Ja. Okay. Gucken wir mal, ob wir das mit dem Schiff hinbekommen.
meinst du die hier? Damit war ich eben das Wrack suchen gegangen, weil ich schon irgendwie die Vermutung hatte, dass da irgendwer anderes noch ist. Etwas trinken. Hamdallah, wir haben Hassan ben Sahids Schlüssel gefunden. In meinem Herzen wächst die Hoffnung, dass wir diesen Krieg doch noch verhindern können. Spiel gespeichert. Was haben wir denn da? Die Waren sind verstaut. Aber wir haben noch nicht gefunden, wonach wir suchen. Ich habe die Vermutung, da läuft ein Zähler ab und in der letzten Kiste wird es sein. Habe ich noch irgendwo eine Kiste übersehen? Vertraut mir, die einzige Möglichkeit, Forkas vom Perlenriff zu vertreiben, sind orientalische Kriegsschiffe.
vielleicht ist. Ich hatte ja in einem anderen Schiff drin. Ich jetzt erstmal 8 Glas. Das Problem ist, eine Bevölkerung klaut mir das Glas permanent. Die Aristokratie verlangt nach standesgemäßen Lebensbedingungen. Die kann ich noch bauen. Hier auf der Insel. Solange die anderen Häuser noch alle aufsteigen. Für ihre Fenster. Beim Ausbauen vom Haus. Jedes Mal, wenn ein Haus aufsteigt, bin ich 2 Glasscheiben los. 2 Tonnen Glas. Und wenn ich es vermuten dürfte, brauchen die bestimmt auch. Nein, die brauchen kein Glas, das ist gut. Orient? Nicht Orient. Der Orient ist hier unten.
Spiel gespeichert. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Schon wieder pleite. Hier noch das Fleisch ein und laden es hier wieder aus. Das Teil macht Kohle, der soll es abholen. Und das ist von da holen. Ja,
Immer noch kein Glas auf der Insel hier. Dafür schon viele adelige Häuser. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Sieht fast so aus, ne? Die futtern das weg, wie wir haben es sammeln gerade. Da, schon wieder eins. Gleich habe ich ein zweites und dann ist es wieder weg. Einer ihrer Betriebe Zwei. Stellt keine Waren mehr her. Die ganze Zeit sind sie sich drum am Kloppen und wenn man mal zuguckt, passiert nichts. Da ist es, weg. Der war's. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen.
4 Stücke Glas. Haben wir alle Häuser? Yay, 22 von 22 adligen Häuser. Das heißt, die klauen kein Glas mehr. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Spiel gespeichert. Thank you.
Eine Produktion kommt zum Erliegen. Schon wieder pleite. Als Mann edlen Geblüts kann man hier prächtig leben. Die Leute suchen meinen Schutz. Ich weiß nicht, wie viel ich noch aufnehmen kann. Seit ich denken kann, habe ich in den Archiven unserer Vorfahren studiert. Nun ist es an mir, zukünftigen Generationen das Wissen der Welt zugänglich zu machen. Gibt es Neuigkeiten von den Ziegenhirten? Wurden sie von der abendländischen Flotte angegriffen? Dies Schiff dient dem Willen des Herrn.
Die Brunnen einer Noria leeren sich. Sie greifen an. Ich bitte euch, ihr müsst einschreiten. Ihr seht doch, dass diese Menschen unbewaffnet sind. Kämpft mit mir für die gerechte Sache oder geht unter. Entscheidet euch jetzt. Auf denen das Kreuzfahrerlager aufgeschlagen werden kann. Ich kann diese Menschen nicht einfach hier lassen. Wärt ihr so freundlich, sie hierher zu mir zu bringen? Seid bedankt. Ich bete zu Allah, dass eure Reise unbehelligt bleiben möge. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr. Ich danke Allah, dass ihr wohlbehalten hier angelangt seid. Ich werde mich fortan um diese Menschen kümmern. Ihr habt euch selbst in Gefahr gebracht, um mein Volk zu retten. Ich stehe tief in eurer Schuld.
Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Oh, schon 2 Stunden um. Spiel gesichert. Ihr bringt ein Zeichen eurer Freundschaft. Eure fortwährenden Bemühungen sollen mit diesem Titel belohnt werden. Mein Volk flieht vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen.
Wir haben die 10 Tonnen Kriegsgerät endlich fertig. Deutsche Sprache, schwere Sprache. Ah, ihr bringt die Kriegsmaschinen für eure neuen Schiffe? Nun denn, ich übertrage euch das Kommando über diese Schiffe. Diese Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Mein Volk flieht vor den Angriffen der blonden Heerführerin. Sie können sich nicht zur Wehr setzen. Das sind viele Schiffe. Menschen sind nur knapp mit dem Leben davon gekommen. Bei Allah, wir müssen dieses Unrecht stoppen. Die Zeit ist gekommen. Vernichtet Forkas Schiffe am Perlenriff. Allah beschützt euch bei dieser schweren Aufgabe. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Orientalische Kriegsschiffe? Es wird wirklich Zeit, dass ich euch und diesen Großwesir ein für alle Mal aus dem Weg räume. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen.
spielt mit dem Feuer. Rechnet nicht damit, dass dies ohne. Das wird uns nicht mehr hindern, das Wrack zu durchsuchen. Ihr habt die Schiffe hervorragend in den Kampf geführt. Seht nur, das Treibgut. Bestimmt ist die Schatulle des Korsarenanführers in einer der Kisten. Ihr müsst sie alle durchsuchen. Schatulle. Allah hat meine Gebete erhört. Nun werden wir Forkas Gräueltat hoffentlich bald aufdecken. Dieser Sieg wird euch nicht helfen. Ich werde Marie d'Artois erzählen, dass ihr euch mit dem Feind verbündet habt und ihr befehlen, euch zu vernichten. Spiel gesichert. Ich vermute, diese Episode ist gleich zu Ende. Es ist im Moment unser letzter Auftrag.
Seid ihr wohlbehalten? Und habt ihr die Schatulle und den Schlüssel? Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ein Makosaren-Vertrag? Ich kann dieses Beweisstück nicht selbst zu Madame Dattois bringen. Werdet ihr es der Heerführerin aushändigen? Eine Produktion kommt. Nicht da! Nicht so hastig! Oder wollt ihr Marie direkt vors blanke Schwert laufen? Ihr werdet sofort hierher kommen und erst diese weiße Flagge hissen, bevor ihr in die Höhle des Löwen geht. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Schiffe wurden in ihren Hoheitsgewässern gesichert. Endlich! Die Zeit meiner Vergeltung ist gekommen. Dies Schiff dient dem Willen des Herrn. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Eines ihrer Gebäude wird angegriffen. Gilt der Wille Gottes. Seid ihr also zur Vernunft gekommen? Und setzt euch! Ihr müsst völlig erschöpft. So ist's recht. Und vergesst nicht, die Flagge auch zu hissen, bevor ihr in Maries Hafen einlauft.
Nur weil ihr die weiße Flagge schwenkt, empfange ich euch. Also sprecht. Was in Gottes Namen bringt ihr mir da? Ein Vertrag? Der Großvisier hat die Wahrheit gesagt. Dieser Kreuzzug ist mit dem Leid von Kindern erkauft. Mein Gott, wie konnte ich mich so versündigen? Mich so blenden lassen? Ich kann diesen Kreuzzug nicht anführen. Endlich sehe ich wieder klar. Vor Kass ist die Schlange, die das Paradies in Verderbnis zu stürzen droht. Helft mir, mein Unrecht wieder gut zu machen! Das Kreuz war mir, was ihr wird nun euer Untergang sein. Ich halte vor Kass auf. Aber ihr müsst die Schiffe versammeln und geschlossen in den Kampf führen. Das ist unsere einzige Chance zu siegen. Gott, steh uns bei! Ich bin getroffen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ihr müsst es vollenden. Ihr müsst. Meine Flotte sei euer. Ihr habt mir geholfen. Daher will ich euch nun helfen. Ich werde euch weitere Kriegsschiffe des Orients bereitstellen. Liefert mir nur die für den Bau benötigten Kriegsmaschinen. Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Eines ihrer Schiffe wurde zerstört. Eines ihrer Schiffe wird angegriffen. Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ihre Schiffe steht unter Beschuss. Ein Gegner hat ihr Schiff vernichtet. Welche Schmach! Eines ihrer Schiffe steht unter Beschuss. Eines ihrer Schiffe wurde versenkt. Vorsicht, ihr spielt mit dem Feuer. Vorkass muss für seine Schandtat büßen. Das wird auch uns von unseren Sünden reinwaschen. Vorkass muss für seine Schandtat büßen. Das wird auch uns von unseren Sünden reinwaschen. Dafür werdet ihr eines Tages bezahlen. Oh nein! Euer
Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weitere Kriegsmaschinen? Ihr werdet ihr eines Tages bezahlen. Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Welche Schmach! Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weitere Kriegsmaschinen? Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weitere Kriegsmaschinen? Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weitere Kriegsmaschinen? Ja, das kommt jetzt ein bisschen öfter. Euer Schiff liegt tief im Wasser. Die Werftarbeiter sind... Euer Schiff liegt tief im Wasser. Bringt ihr mir weiter? Die Werftarbeiter sind bereits bei der Arbeit. Kommt wieder, wenn ihr noch mehr Kriegsschiffe benötigt. Ja, noch einmal. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Spiel gesichert. Vorkas muss für seine Schandtat büßen. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Rechnet nicht damit, dass dies ohne Folgen bleibt. Ihr Schiff wird Ziel gegnerischen Feuers. Vorsicht, ihr spielt um Feuer. Ihre Truppen waren siegreich. Eine Produktion kommt zum Ende. Ihr Schiff verzieht gegnerischen Feuer. Haben den Feind nieder.
greift eines ihrer Schiffe an. Dafür würdet ihr eines Tages mit. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Der Feind greift eines ihrer Schiffe an. Ihre Truppen waren siegreich. Welche Schmach! Was tut ihr da? Habt ihr vergessen, dass wir das noch brauchen? Nein, glaubt nicht, ihr hättet besiegt. Dieser Triumph wird niemals und euch dafür zur Strecke bringen, dass wir die Welt vereint haben. Ihr habt eine Schlacht gewonnen, nicht den Krieg. Wenn Lucius wirklich auf dem Weg ist, sind wir verloren. Meine Festung ist nicht weit. Wir müssen zugreifen, bevor er uns erreicht. Was? Überall Trümmer und Wracks? Die Kreuzfahrerflotte aufgerieben? Ein Kreuzzug vorbei? Nein, es ist noch lange nicht vorbei. Ketzer, ich werde euch jagen und dann zur Hölle schicken. So, das war's dann wieder für heute, ne? Würde ich behaupten. Und beim nächsten Mal geht's bei der nächsten Folge, mit dem nächsten Teil los. Küsschen, Bärchen.